So, Freunde, kommen gerade mit Theory Hard und Theory Normal fertig geworden. Und ja, warten will ich wie immer nicht, deswegen machen wir das jetzt. Ja, irgendwie, keine Ahnung. Wäre mal irgendwie wieder Zeit, dass irgendwas kommt, hey, also, ne? Irgendwie durch die ganzen Packs in letzter Zeit, durch SWC, Codes und alles und Events, absolut nichts bekommen, ne? Hey? Was irgendwie 5 Sterne hat, also. Ja, aber gibt ja ehrlich gesagt eh nichts, was ich wirklich mehr haben will, also. Ne? Brauche auch irgendwie nichts für Siege-Turnier, weil wir sind halt nicht dabei, ne? Keine Ahnung. Wir waren Platz 10 hier beim vorletzten halt, ne? Oder halt zu Beginn vom letzten Siege, ne? Und haben geendet mit Platz 22, weil wir irgendwie gegen zwei Gilden gespielt haben, die irgendwie, ich glaube, Platz 22 und 23 waren. Und wenn wir dritten Platz bekommen haben, haben wir nur 4 Punkte bekommen. Hätten wir 2 Punkte mehr bekommen, dann wären wir halt irgendwie Top 20 gewesen. Ja. Und das Geile ist auch, was ich irgendwie nicht erzählt habe, weil ich es am Anfang noch nicht gewusst habe, wie ich das Video abgeloadet habe. Die gegnerische Gilde hat sogar die andere gegnerische Gilde gefeedet halt, also absichtlich verloren, dass sie halt Punkte bekommen. Hier. Nur um wirklich zu schauen, dass wir wirklich Platz 3 werden. Hier. Ja. Bin gespannt, habe deswegen sogar ein Ticket geschrieben. Was kommt, was dazu sagt, aber ich kann es mir denken. Ungefähr genauso gut wahrscheinlich, wie meine Summons da gerade sind. So, können wir irgendwie mal ein LD-Monster bekommen, ha? Nein, oder? So eine Iris vielleicht oder eine Molly hier? Warum auch, hey, wirklich? So, da vielleicht gab es auch schon ewig kein Lightning mehr. Ich gehe mal nicht davon aus, dass sich daran jetzt irgendwie was ändern wird. Das ist wirklich hier so. Ja, okay. Typische TOE Hard und Normal Summons halt einfach. Ja, absolut nichts dabei rausgekommen. Ist eh wie üblich. Ich sage ja, nicht mal irgendwie durch SWC Event Scrolls oder halt Pack Scrolls gekauft. Also. Keine Ahnung hier. Na gut, ja. Gil war irgendwie gegen Says Wreck again, hänge ich hinten noch dran. Habe ich schon vor 3 Wochen oder so mal recorded, ne? Also viel Spaß und danke fürs Zuschauen. So, Freunde, willkommen zu dem hoffentlich Quad Roll. Ich hoffe irgendwie, dass es jetzt nicht allzu lange dauert hier. Was könnte man da kriegen hier? 28 Speed. Ah, verdammte Scheiße, natürlich nicht. Aber okay. Trotzdem recht nice, ne? Irgendwie HP rein und passt schon. Stattdessen macht man ausnahmsweise mal einen Guild War hier, weil Says Wreck again. Und ich schwör, normal finde ich Guild War immer mittlerweile also zu 99% einfach nur noch langweilig, ja. Ich versuche immer entweder mit Lucian, Poseidon oder irgendwie sowas instanced durchzukommen, das nicht lange dauert. Aber hier stehen echt coole Defenses und hier hätte ich irgendwie gerne immer von mir, keine Ahnung hier, 10 Swords oder so. Oder von mir ist mal irgendwie jeden machen oder irgendwie sowas halt hier. Ja, schauen wir uns durch, also wirklich überall. LD-Units, Kinkies und. Okay, das ist ein bisschen fad, aber hey. Das fand ich irgendwie so lustig. Schaut mal, wie der Stab vom Dark Odin ist viel größer als der vom anderen, also vom richtigen Odin halt. Ja, Howdy, absolut langweilig halt. Einer seiner 20 Lulus, ne? Den werden wir sicher nicht machen. Ganz schön viele Dark Pandas irgendwie hier. Auch interessant, aber. Ne? Was haben wir sonst noch irgendwie? Was hat Heavens stehen? Schon wieder mal Legend. Okay. Ziemlich langweilig irgendwie. Revive-Combo einfach Chara bringen oder den Wind Demon. Double Mages. Okay, was haben wir noch irgendwie? Artemil, huh? Okay. Ich schwöre, ich hätte so gerne Molly hier. Also True Whale. Nichts Besonderes. Oha, hier. Momo. Lima Molon. Ha? Ja, kein Plan hier. Ich würde da irgendwie wirklich gerne mehrere machen, halt, aber können wir leider nicht. Na gut, kein Plan. Starten wir mit dem Kollegen hier oben. Vigor, Molly, Fermion. Ja, unten Miramar. Oben ist halt ein bisschen langweilig, muss ich zugeben. Aber. Ja, ich will halt nicht verlieren. Was nicht heißt, dass wir vielleicht nicht doch verlieren. Wir haben immer noch nicht gewonnen, ne?
So, Attack Buff. So, genau, es sollte alles unseren Wasserbärchen fokussen. Ja. Prinzipiell glaube ich, ist egal, was man Bomben malt, also Vigor oder Molly steht zur Auswahl. Ich weiß gar nicht, ob das Fermion. Funktioniert das Fermion passiv für Bomben? Okay, die Antwort ist ja. Das ist natürlich schlecht. Aber wieder was gelernt. Ich meine, ich war mit. Oh, du scheiß Fermion hier. Auf einmal geht auf Ciara, ha? Na gut, ist eh wurscht. So. Machen wir voll und Blossoms auf Ciara, zwecks Attack Bar. Okay, vielleicht ein Glanting. Nee. Bombe auf dich. Okay. Autsch. Okay. So. Wir können halt leider nicht Vio procken, ne, weil wir nicht auf Vio sind. So, ich hoffe, dass wir jetzt irgendwie die Bombe auf der Molly landen. Okay. Wird, glaube ich, trotzdem nicht reichen hier. Okay, never mind. Sehr gut. Schaut schon um einiges besser gerade aus. Ja, unser Bärchen ist halt wirklich. Ich weiß gar nicht, der bekommt irgendwie jedes Mal, wenn du einen zweiten Skill machst, ich glaube 20% was Max HP oder irgendwas. Auf jeden Fall. Ja, also. Solange wir nicht allzu lange brauchen wegen Destroy, glaube ich wirklich, dass der unzerstörbar ist. Und selbst wenn er irgendwie mal stirbt, kommt er eben wieder. Würde sich wirklich fast lohnen. Ich habe schon überlegt, ob ich nicht irgendwie noch zwecks Turnier irgendwie einen zweiten Chasum bauen, vielleicht noch so einen Kollegen. Also hier, deine Max-HP erhöht sich um 20%. Das stackt bis zu 5-mal hier. Ja, absolut kein Damage, Fermion. Und overpowered, ha? Nicht eine Bombe, glaube ich, besistet, oder? So. Na gut, was machen wir hier? Kann er fokussen. Das war ja sehr viel Damage. Okay. Ist natürlich fail, dass Perner schneller als Riley ist, aber was soll's. So. Seiner irgendwie auch, ja? Okay. Was machen wir? Was machen wir? Eigentlich nicht, ha? Wir haben noch Attack Buff. Brauchen wir Immunity? Ja. Für den Fall, dass irgendwie Perner. Ja, Perner rausprockt und uns irgendwie stunnen will. Okay. So, Perner First Life. 35k. So, jetzt machen wir den da. Und Fokus auf Theo. Sollte er nur poppen. Okay. Können wir dich critten? Na, warum auch? Gut, aber mein Theo sollte irgendwie seinen Theo gleich killen. So, Immunity. Jesus, ja, die Biofox. So, kill ihn. Tja. Minus Feuer-Artefakt, glaube ich zumindest. Also Feuer-Damage, ne? So, goodbye, Perner. Der Wahnsinn, hier einfach outgeskillt von mir, oder? Also weder mein Theo noch irgendwie Perner haben übertriebenste Runen. Also Perner irgendwie sogar Slot 2 Speed. Ne? Also wirklich viel Damage macht Perner nicht mehr, aber. Ja, trotzdem gereicht, hier. Ich schwöre Riley. Ich hab schon so oft gesagt, aber ich kann es echt nur wiederholen. Irgendwie die Unit, die. Also dafür, dass eine Fusion-Unit ist, hier absolut broken, hier. Na gut, der Kollege hier, Nigon, Praha und Coco. Ja, ich dachte irgendwie mal wieder Wassermonkey und. Ja, ich bleib bei Riley, weil ich einfach ist. Ja. Heal, Attack Buff, alles, ne? Wird halt vermutlich irgendwie recht lange dauern, da irgendwie was zu killen. Und auch, ja, wegen Revive und so. Also wir brauchen irgendwie einen Defense Break halt noch von Chongpung.
into Attack Buff, dritten Skill Monkey, sonst glaube ich, wird irgendwie nichts umfallen. Und ja, unten Sylvia, Iris und Momo, nein, Blödsinn, Nana. Momo ist Wind. Ja, Double Dotter Team, Lulu hier. So ein bisschen langweilig und mein Grimm hat hier absolute Crap Runen. Na, das sind die normalen Giants Runen halt, aber. Ja, okay, so, machen wir sowas. Ich hoffe halt, dass uns der Feuermage trotzdem irgendwie nicht one-shottet. So, was sollen wir machen hier? Ich würde sagen, wir machen mal dritten Skill für einen Cooldown Increase. Nice. Absolut alles resisted. Auf Nigong, ne? Sehr gut. So, können wir irgendwas stunnen? Soll ich den Mage attacken? Ich schwöre, ich habe irgendwie Angst, der Nigong wird sicher Full HP sein, ja, so Triple HP. Na, lieber nicht. Ja. Okay, nice. So. Sollen wir zweiten? Ich hoffe, dass der Mage jetzt drankommt, oder? Ja, fick dich doch, hey. Geh scheißen, hey, ohne Spaß, hey. Nicht mal. Kein Branding, kein Attack Buff, kein Defense Break und trotzdem one-shottet er uns, hä? Hey? 100 zu 0, hä? Hey? Gekommen. Tja. Das gewinnen wir eh nicht mehr, hä? Hey? Also auch wenn wir Attack Buff haben. Der Damage, ne? 16 kam im zweiten der Nigong. Jesus. Oder? Na, ich glaube nicht, das. Ja, Monkey macht. Auch wenn wir jetzt irgendwie Coco gekillt haben. Oder glaubst? Oh, chill mal. Ah, Alter, hey. Okay. Naja. Habe ich mir irgendwie anders vorgestellt, aber ja. Oh, natürlich wieder gestunt, hey. Und wieder gestunt, meine scheiß Rika. Und Bioproc. Und wieder gestunt. Und Bioproc. Wow. Ja, das dürfte schon mal dann der zweite Lose werden. Und wieder gestunt. Und wieder gestunt. Und wieder gestunt. Und wieder, ja. Okay, das war halt ein Satz mit X, würde ich sagen, hey. Schade eigentlich, irgendwie hätte ich mir beim ersten nicht so vorgestellt, aber okay. Na gut, der letzte, ich glaube, Heavens ist das. Ja, schauen wir mal. Wird irgendwie auch ziemlich risky oben, je nachdem, ob Savannah irgendwie Debuffs landet, ne. Defense, also ohne Defense Break werden wir da halt null Chance haben. Fokus wird halt irgendwie, wenn möglich, Nigong sein. Unten, ja, Reviver Molly mit Chara, hey, das Ding ist halt. Selbst wenn man irgendwie, also Plan ist Ayuno first, ja. Ich wette, dass mein Molly sowieso und der Mage wird wahrscheinlich auch auf Chara gehen und werden es dann halt sowieso verlieren. Aber vielleicht haben wir ja Glück. So. Ja. Klassiker. Nicht mehr irgendwie halt, ja. Das macht einfach keinen Spaß manchmal wirklich. Ja, toll. Resist, ne? Wer hätte es gedacht? Defense Break? Ne. Gekommen, ey, landen, man. Da funktioniert 100 Resistance scheinbar halb, ne? Das ist nur in der Offense funktioniert 100 Resistance einfach nicht, ne?
Habe ich schon 17 Mal auch gesagt. Ja, okay. So, dann schauen wir mal, was da abgeht hier. Okay. Wetten werden angenommen, ob Chara crittet oder nicht. Okay, crittet. Dann. Na gut, wir kriegen halt extra Turn, wenn mal im zweiten das killen. So. Der Raid-Boss halt zum Schluss, ne? Oh, Defense Break. Defense Break. Defense Break. Stun. Okay, proc jetzt nicht raus, bitte. Reduce. Crit. Naja. Hätte ich mir irgendwie nicht gedacht, aber hey, was soll's. Na gut, Freunde. Wir haben eh gewonnen. Ja. War irgendwie recht lustig. Schade, dass man bei solchen würde ich gerne mehr machen, aber hey. Kann nichts machen. Also, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.